Also mittlerweile verlängere ich ja Nägel gar nicht mehr mit Tipps oder Schablone. Ich bin ja ein totaler Freund mittlerweile von diesen Dual-Tipp-Systems und die gibt es natürlich auch in dieser Art Tippform. Das heißt, wir streichen da jetzt unser Gel rein, setzen den auf, nach dem Abhärten wieder ab und haben quasi unsere Verlängerung. So, mein Naturnagel habe ich mir vorbereitet. Ich habe einen Dehydrator drauf und ich habe einen Primer drauf. Das nimmt jetzt auch nur den Vorführzweck. Der kommt danach auch wieder ab. So, am liebsten nehme ich dafür das Fiberglasgel Clear von Doriana. Und Achtung, das ist ganz easy. Wir streichen das Material nur einmal rein. Muss auch nicht sonderlich sauber sein, weil darauf bauen wir ja auf. Wir wollen nur die Verlängerung haben. So. Dann setzen wir uns den an, so wie wir den verlängert haben wollen. Ich drehe mal eben meine Hand, damit ich direkt unter die Lampe kann. Und zwar ohne großartigen Druck. Einfach so, ihr seht vorne, wenn das Gel klar wird, dann sitzt es dran. Einmal unter die Lampe kurz zum Anhärten, damit er nicht verrutscht. Dauert 5-6 Sekunden und dann kann er schon einmal in die normale UV- oder LED-Lampe. So, das Gel zieht recht schnell an, wie ihr seht. Ich kann loslassen und es geht einmal in die andere Lampe. So, das Ganze ist ausgehärtet. Dann können wir das Ganze einmal abmachen. Wir drücken die Seiten etwas zusammen. Ja, man hat immer Angst, dass alles abfliegt, aber es passiert nicht. So, klack. Und ihr seht, wir haben die perfekte Verlängerung mit tollen Basislinien an beiden Seiten. Natürlich wird das Ganze noch zurechtgefeilt. Aufbau kommt drauf, aber ja, eine bessere Verlängerung, ohne dass man mit Tipps arbeiten muss oder mit Schablone. Ja, gibt es gar nicht. So, und ihr seht auch, es ist ein wirklich wunderschöner Tunnel. Die Basislinie sitzt genau da, wo sie sein müsste. Oh, ja, natürlich auch von der anderen Seite. Das bauen wir jetzt mal auf. So, da komme ich gerade aus der Lampe und ihr seht, der Aufbau ist gemacht. Die Basislinie sitzt. Wir haben einen wunderschönen Tunnel. Hier müsste ich gleich noch einmal kurz, da hat sich jetzt ein bisschen was rausfräsen, das ist jetzt, ach ne, ist schon weg. So. Ja, und so schnell ist es gemacht. Für den Aufbau habe ich das Natural genommen. Boah, ich liebe einfach diesen Ton. Und ich mag auch tatsächlich dieses New Style nicht so wirklich. Ne? Dieses Hoch und gerade raus. Ich mag eher dieses, ja, leicht gewölbene. Ja, und mit diesem Gel könnt ihr auch wunderbar, wenn ihr bei euch selber den Aufbau macht, die Hand umdrehen und den Aufbau dahin laufen lassen, wo ihr ihn hinhaben wollt. Ja. Fertig. So, da seht ihr noch mal den Ton. Ich mag diesen Ton wirklich richtig, richtig doll.